Judy! Wow, dieses Büro hier sieht wirklich... Okay, hör zu. Ich habe da diese Idee und die hört sich wahrscheinlich ein wenig verrückt an, aber sie schoss mir durch den Kopf wie eine Vision. Euer Verlag sollte was drüber bringen, was ich mache, bei Buchliebhaber. Ich weiß, es ist noch ein bisschen zu früh dafür, aber ich brauche Publicity, ja, ja, wenn die Sache anläuft. Dann ich verstehe, es ist nur so, dass ich meine, wenn du es schaffen würdest, dass sie am Freitag zur Buchliebhabernacht geht. Christi? Ja, euer Magazin Lebendige Seiten, die Story passt da perfekt rein. Ja, ich weiß, sie ist momentan nur total überarbeitet. Also, es muss ja auch nicht sofort sein. Na ja. Wie wär's, wenn du sie morgen fragst? Ich würde dich nicht fragen, wenn es nicht... Weißt du, ich hoffe so sehr, dass es funktioniert. Ich weiß, ich werde sie fragen. Es ist wieder mal typisch Judy, dass ich in dieser Situation bin. Das Letzte, was Christy jetzt gebrauchen kann, ist, dass ich sie überfalle und ihr eine Story über den Buchladen meiner Schwester vorschlage. Und wieso sagst du es Judy nicht, dass du es nicht machen willst? Oh, wieso gehst du nicht mit gutem Beispiel voran? Ich versuche nur ehrlich mit meinem Bruder zu sein. Oh, wahrscheinlich ist es ja die Lösung, nicht mit ihm zu reden. Hallo Lily, dann stellst du mir Christy vor? Oh, du wirst sie nicht es, kennenlernen. Werde ich nicht? Wird er nicht? Nein. Wieso? Er wird sie nicht wollen. Du wirst sie nicht wollen. Du weist Menschen zurück, weil sie deinen unmöglichen Vorstellungen von körperlicher Perfektion nicht entsprechen. Das ist nicht wahr. Ein paar Menschen tun es, aber die wollen leider nicht mit mir aus. Es ist eine Abwehrreaktion, um Menschen auf Distanz zu halten. Er sollte Christy auf keinen Fall treffen. Wieso ist sie hässlich? Oh, David. Da hörst du's, da hörst du's. Was ist hässlich? Was ist schön? Was ist mit Mutter Teresa? Der Altersunterschied ist zu groß und außerdem ist sie gestorben. Aber hey, gib mir meine Nummer. Alles klar. Okay, es mag ja sein, dass an eurem Bild von mir möglicherweise was Wahres dran ist. Was ist das? Dad! Rosie? Was tust du da? Hausaufgaben, Vorarbeiten. Sie fängt nächste Woche mit der Barkeeper-Ausbildung an. Was? Das habe ich dir doch schon 1 Million Mal gesagt. Man verdient mehr als beim Radiosender und außerdem ist es der perfekte Job für mich. Ich liebe Menschen und Cocktails mixen liebe ich auch. Und wenn Rosie uns bald verlässt, musst du dir keinen neuen mehr suchen. Also, was sind Bitterliköre? Ganz genau. Oh, hallo. Was gibt's denn? Was tun Sie denn da? Das wird der Springbrunnen. Oh, wie? Entschuldigung? Wie wird denn aus Gerümpel ein Brunnen? Nun, das ist wie bei anderen Dingen auch. Man macht's einfach. Hallo? Oh, hallo. Hi. Das ist eine tolle Idee, Judy. Vielen Dank. Oh, das glaube ich ja nicht. Lloyd, Lloyd. Wer, wer? Oh, mit dem war ich mal zusammen. Und sein Nachname ist auch Loy? Ja. Was ist passiert? Gar nichts. Ich habe nur... Die Chemie zwischen uns hat einfach nicht gestimmt. Seine Eltern haben ihn also Lloyd getauft und der Nachname ist auch Loy? Er ist wirklich sehr nett. Er ist wirklich ein netter Mann. Ich habe mich so schuldig gefühlt. Ich hoffe für ihn, dass er jemanden kennenlernt. Allein ihn da hängen zu sehen, ist wie eine Schuldzuweisung. Ich hoffe, du lernst jemanden kennen. Was? Komm jetzt, du hast den ersten Schritt schon getan. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nähe arbeite. Ich weiß, dass du es willst. Oder willst du es nicht? Ich bin schon in einer festen Beziehung. Oh ja, na klar, aber du wirst darüber nachdenken? Lily wird nicht auftauchen, das garantiere ich dir. Das hat damit nichts zu tun. Oh, das verstehe ich. Ich sag ja nur, dass sie nicht hier sein wird. Ich wünschte, ich könnte zu dieser Buchliebhabernacht gehen. Weil Will vielleicht da ist? Halt die Klappe! Wer ist Will? Will Gluck? Das ist nicht der Grund! Hey, nein, 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 nicht mit den Servietten, ja? Setz die Fäuste ein. Was ist die Buchliebhabernacht? Tante Judy veranstaltet das, ein Singletreffen. Naja, wo man sich kennenlernen kann. Was Mom für Geldverschwendung hält. Ich finde, Will Gluck ist nett. Ein netter Erwachsener. Und das ist alles. Vielleicht sollte ich hingehen zu dieser Single-Buchliebhabernacht. Dad, da lernt man Frauen kennen. Ja, und weiter? Na, du hast doch Tiffany. Stimmt. Hallo. Du hast also tatsächlich den Namen des Ladens geändert? Du bist doch jetzt nicht sauer? Nein, ich bin nicht. Ich bin nicht sauer, nein. Na gut, und hast du mit Christy geredet? Also eigentlich nicht.
Ich werde es noch. Aber das hier ist doch genau das Thema, was alle lesen wollen. Ja, ich weiß. Es ist nur so, dass sie völlig fertig ist, weil sie einen neuen Kerl einstellen und... Hör zu, wenn du es nicht tun willst. Nein, Judy, ich sagte doch, dass ich es tun werde. Ich will nur den Zeitpunkt richtig wählen, sonst ist es... Das verstehe ich ja. Es liegt nun mal in der Natur des Menschen, auch andere Menschen kennenzulernen, verstehst du? Ich meine, nicht jeder kann so wie du sein und jemanden treffen, der noch nicht mal offiziell geschieden ist und das auf dem Parkplatz vor der Schule. Das ist wahr. Wie läuft's denn? Ach, wissen Sie... Hi, Lilly. Ich war neulich hier, die Tage. Oh ja, hallo. Hallo. Ich habe ein paar Gartengestaltungsbücher rausgesucht, da können wir uns einige Anregungen holen. Na, ich habe die Ideen in meinem Kopf. Oh. Bin gleich wieder da. Er ist niedlich. Ich habe ihn nicht beauftragt, damit wir Sex haben, falls du das denkst. Hat jemand was von Sex gesagt? So einen sieht sie an meiner Seite, einen Kerl, der Cappuccino-Maschinen instand setzt, während sie einen erfolgreichen Architekten an der Angel hat. Das ist doch kein Wettbewerb. Also ich habe nur gesagt, dass ich ihn süß finde. Dann schlaf du doch mit ihm. Ich will nicht mit ihm schlafen. Ich auch nicht. Tut mir leid, es ist nur so, die Buchliebhabernacht ist übermorgen und ich bin... Ich habe immer noch so ein komisches Gefühl an den Zähnen. Die Innenseite meiner Vorderzähne fühlen sich anders an, weißt du, was ich meine? Vielleicht hast du irgendwo ein Loch. Nein, es tut mir nichts weh. Wie dem auch sei. Hör zu, ich will dich nicht unter Druck setzen. Schon in Ordnung. Ich rufe dich an. Okay. Wenn ich mit Christy geredet habe. Danke. Mach's gut. Oh, mach die Tür zu. Ich brauche deinen Rat. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh, Christy, die Mitarbeiter sind auf deiner Seite, auch wenn man dir jemanden vor die Nase setzt. Denkst du, ich sollte da hingehen? Hast du jetzt den Respekt vor mir verloren? Nein! Ein Freund von mir lernt Leute im Fitnessclub kennen. Naja, vielleicht ist das nicht das Wahre, aber das hier findet in einem Buchladen statt und... Nein, das ist der Buchladen meiner Schwester. Was? Nein. Nein, der hier heißt Buchliebhaber. Nein, das ist der Buchladen, der früher der Buchladen meiner Schwester hieß. Das war mein Buchladen, aber jetzt ist es der Buchladen meiner Schwester. Der Buchladen deiner Schwester? Nur, dass er nicht mehr der Buchladen meiner Schwester heißt. Es ist der Buchladen, den meine Schwester... Sie hat ihn einfach im Buchliebhaber umbenannt. Gott sei Dank, ich meine, der Name ist doch viel besser. Und soll ich da hingehen? Also, naja, sie hat gerade erst angefangen und ich... Weil ich so verzweifelt bin. Willst du wissen, wie verzweifelt ich bin? Okay, dieser Kerl, David, der mit Rick arbeitet und sich nach mir erkundigt hat. Ich habe seinetwegen schon Fantasien. Du hast was? Total detaillierte Fantasien. Oh, Christy, ich habe keine Ahnung, wie seine Situation aussieht. Nein, nein, hör zu, das Letzte, was ich will, ist, dass du uns verkuppelst, weil es immer ein Albtraum ist. Oh, gut, weil ich... Ich meine, wenn wir uns über den Weg laufen würden, so ganz zufällig, toll, aber... Oh, mein Gott, ich kann nicht glauben, dass ich dir das erzähle. Es ist nur... Ich weiß auch nicht, du bist überhaupt nicht wertend. Oh. Ich denke, dass ich dir alles erzählen könnte. Oh. Gut. Also, diese Buchliebhabernacht. Na, würdest du hingehen? Weißt du, ich, es ist schwer zu sagen. Ich meine, mir ist nicht ganz klar, wie das Ganze funktionieren soll. Damit will ich nicht sagen, dass du es nicht versuchen solltest. Ich will nur sagen, versuch es. Okay, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen. Oh nein, nein, du hörst dir was an, über das du denkst, wow, das ist die Lösung und das ist sie einfach nicht. Egal, vielleicht wird's ja dennoch witzig. Aber werd ich finden, wonach ich suche? Kommt darauf an, wonach du suchst. David. Lilly, das war ein Witz? Oh mein Gott, du hast keinen Sinn für Humor.